Einige kennen Benjamin Neulzer als humorvollen Mann, der als gelernter Schauspieler auf der Bühne steht oder hinter dem Mikrofon bei NDR 1 Radio MV als Moderator plattgesnackt hat. Als freundlichen und humorvollen Menschen haben auch wir ihn kennengelernt, trotz der Corona-Krise, die sein Leben als Schauspieler maßgeblich bestimmt. Doch Benjamin Neulzer ist ein Mensch, der sich nicht unterkriegen lässt und der das Positive an der Pandemie sieht. Er hat Zeit für eine seiner Leidenschaften, das Arbeiten mit Holz. Das Kreative, mit den Händen zu arbeiten, hat mich immer schon fasziniert und ja. Dann habe ich Tischler gelernt. Mit der Wiedervereinigung kam plötzlich etwas ganz Neues auch. Und zwar, es war zu DDR-Zeiten so, dass die Motorsägen doch eher dem Forst vorbehalten waren oder der Feuerwehr. Sondern Privatleute hatten sowas wenig. Und mit einer Motorsäge kann man unglaublich schnell schnitzen, im Gegensatz zu der traditionellen Art und Weise mit Stecheisen zu arbeiten. Also ich glaube, man ist mindestens 50 Mal schneller, wenn das mal reicht. Das Holz bezieht er von Förstern und aus seinem Bekanntenkreis. Aktuell arbeitet er an der Skulptur seines Sohnes, welche im fertigen Zustand neben seinem Hauseingang stehen soll. Benjamin Neulzer freut sich über die Zeit, die er in seiner gemütlichen Holzwerkstatt verbringen kann. Trotz alledem fehlt ihm natürlich sein Beruf als Schauspieler. Das ist ein Geben und Nehmen, wenn man auf der Bühne steht und Leute begeistern kann, Leute zum Lachen, zum Weinen bringen kann. Das ist für mich Bereicherung und Selbstbestätigung jedes Mal. Und es den Leuten Tränen in die Augen zu locken, die kommen danach und sagen, Herr Neulz, das war so wunderschön. Dann fahre ich befriedigt nach Hause, das habe ich im Moment alles nicht, ne? An seiner Arbeit mit Holz schätzt Benjamin Neulzer die Langlebigkeit. Diese bildende Kunst bleibt am Ende diesen und jeden weiteren Tages, so dass er sich immer aufs Neue daran erfreuen kann. Neben seinem kreativen Alltag begleitet Benjamin Neulzer immerzu eine wichtige Sache. Jo, sein plattdütsches Hart, denn... Darum halben ist das mit der plattdütsche, denn ob mein Passion wurden und ob bleiben.